nicht etwa von denen, die wir so in Verdacht haben, schlecht über die Elektromobilität zu berichten. Wir sprechen häufig viel zu schlecht über das Thema, über unser eigenes Thema. Alter Schwede, das ist ja wie Kindergarten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Julian und ihr seid dabei. Es gibt das neueste Wort zum Freitag. Und ihr wisst, dass ich bei diesen Videos, bei meinen Worten zum Freitag, immer, ich muss mal kurz vorbei, hier fährt nämlich gerade ein Plug-in raus. Ja, da kommen wir gleich zu dem Thema, was ich nämlich gleich mit euch besprechen wollte. Ihr wisst, dass bei diesen Videos, bei den Worten zum Freitag, ich euch immer ein bisschen teilhaben lasse an meinen Gedanken. Und in dieser Woche, da drüben steht übrigens ein Tesla, der gerade lädt, ich euch immer teilhaben lasse an meinen Gedanken, an den Dingen, die mich so in der letzten Woche am meisten irgendwie beschäftigt haben. Und wo ich am meisten drüber nachgedacht habe. Und weil ich immer viel nachdenke, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, so auch jetzt, gibt es dieses Video wieder sozusagen als Dog-Walk-Video. Ich bin also mit dem Hund unterwegs. Und bevor es richtig losgeht, eine Sache, auf die ich letztens angesprochen wurde und zu der ich euch ganz kurz auch etwas sagen wollte, nämlich ich bin darauf angesprochen worden, dass ich in meinen Videos häufig nicht gendere, also immer die maskuline Form benutze, zum Beispiel Elektroautofahrer oder Nutzer von Elektroautos. Und dazu möchte ich euch einfach nur mal ganz kurz sagen, warum, wieso, weshalb. Ich werde auch weiterhin nicht das weibliche Geschlecht, das ich für definitiv das bessere Geschlecht auf diesen Planeten halte, nicht auf Sternchen in und innen oder Unterstrich in und innen oder was es auch immer da für komische Formen gibt, reduzieren. Ich mache das nicht aus Respekt, sondern ich bleibe bei der Form, bei der sozusagen maskulinen Form, in dem Fall allerdings der neutralen Form wie Nutzer oder Elektroautofahrer und inkludiere dabei selbstverständlich den weiblichen Teil unserer Gesellschaft. Es würde mir nicht im Traum einfallen, wenn ich diese Worte so benutze, nur über den männlichen Teil nachzudenken. Ganz im Gegenteil, ich finde es jammerschade, dass in all diesen Videos und Dingen, über die wir hier immer wieder sprechen, die Männer einfach immer die absolut dominierende Stellung irgendwie einnehmen. Grüße gehen an der Stelle raus an Electrified Women. Ihr macht einen super Job, bleibt dabei. Und ich denke selbstverständlich die weibliche Form mit und ich hoffe, das stört euch nicht. Und von daher geht's jetzt einfach mal los. So, was hat mich in dieser Woche beschäftigt? Ich habe echt eine Weile darüber nachgedacht, denn es gab in dieser Woche einiges an Themen wieder, die durchaus lohnenswert gewesen wären, um darüber mal zu sprechen. Aber ich habe mich dann ganz bewusst für ein Thema entschieden, das ich nicht in irgendeiner Zeitung, Zeitschrift, in irgendeinem Video oder sonst irgendwo gelesen habe, sondern ganz einfach mal damit, dass es mir inzwischen wirklich total auf den Sack geht, sage ich mal ganz ehrlich, dass so viel, wie soll ich sagen, schlechte Stimmung und negative Berichte über Elektromobilität kommen. Und zwar nicht etwa von denen, die wir so in Verdacht haben, schlecht über die Elektromobilität zu berichten, sei es den Herrn Sinn oder sei es Jean Pütz oder sei es die Welt oder Focus oder was auch immer. Von denen wissen wir ja, dass sie das ganze Thema nicht verstanden haben, sondern teilweise von denen von uns selbst. Denn selbst wir, auch die, die sich viel mit Elektromobilität beschäftigen und die sicherlich auch schon einiges in Erfahrung gebracht haben und Erfahrung gesammelt haben, wir sprechen häufig viel zu schlecht über das Thema, über unser eigenes Thema, über das wir uns hier berichten. Wie oft gibt's Videos, wo man dann liest über, ja, oh Gott, mein Akku ist kaputt, was soll ich tun? Oder 3 Jahre mit dem Elektroauto, mir reicht's und was weiß ich. Und wo ich dann immer denke, so alter Schwede, das ist ja wie Kindergarten. Und aus dem Grund möchte ich einfach mal hingehen und sagen, Leute, hört doch mal auf, unser Thema, was wir hier machen, auch durch solche Berichte irgendwie auch immer so ein bisschen ins komische Licht zu rücken. Wir sind doch nicht hier bei der Bild oder sonst irgendwo, sondern ich will auch nicht, und das will ich vielleicht noch kurz vorneweg schicken, hier nicht hingehen und sagen, ich habe eine rosarote Brille auf, ich finde alles toll, was im Bereich Elektromobilität vorangeht und ich habe auch keine Scheuklappen auf. Ich weiß, wo es hakt, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann jammern wir auf einem extrem hohen Niveau. Ich bin seit 2007 im Bereich der E-Mobilität unterwegs, um diese Metapher mal so zu verwenden. Kann man das eigentlich machen? Ja, sagen wir es einfach mal so. Und ich bin mit Sicherheit kein Experte, auch wenn ich einiges an
einfach Erfahrung über die letzten 13, 14 Jahre sammeln konnte mit dem Thema Elektromobilität. Ich würde mich aber nicht irgendwie als Experten oder irgendwie sowas hinstellen, sondern einfach als ambitionierten Laien. Von vielen Dingen habe ich zu wenig Ahnung und da fehlen mir auch hier oder da die Erfahrungen. Aber so ein bisschen was an Erfahrungen sammelt man ja irgendwie dann in der Zeit dann trotzdem. Und da muss ich sagen, wenn ich mal so 10 Jahre zurückdenke, hallo, wo waren wir denn vor 10 Jahren? Könnt ihr euch vorstellen, dass vor 10 Jahren vielleicht irgendein, wie heißen die CEOs oder CTOs von irgendwelchen OEM-Herstellern, also großen Automobilherstellern, so über Elektromobilität gesprochen hätten, wie sie das heute tun. Ja, also ich erinnere mich gut daran, hier das Event von Volkswagen, bei dem Steve und ich waren. Danke, Steve, nochmal an dich, dass wir da zusammen hinfahren konnten. Es war ein großartiger Tag. Dass das Thema E-Mobilität so auch mit positiven Emotionen behaftet ist, dass man da reingeht, dass man das machen will. Und jetzt guckt euch an, was hören wir heute von Audi, was hören wir von Mercedes, was hören wir von Volvo, was hören wir von so vielen Marken. Heute habe ich sogar gelesen, dass Kawasaki als Motorradmarke auf Elektromobilität umsteigen wird. Und. Das wäre vor 10 Jahren nicht dran zu denken gewesen. Ja, die haben uns damals alle für verrückt erklärt. Und von daher ist in den letzten Jahren ein unfassbarer Fortschritt gemacht worden und darauf sollten wir alle unheimlich stolz sein, denn wir haben alle, glaube ich, kräftig dazu beigetragen, gerade die, die eingestiegen sind, als klar war, dass es noch verdammt schwer ist, elektrisch unterwegs zu sein. Und wir haben so unfassbar viel erreicht, dass man wirklich darauf mal langsam stolz sein kann und aufhören kann, auf so einem Niveau über die Elektromobilität zu berichten, wo man sich wirklich sagt, so wollt ihr es eigentlich den anderen Leuten ausreden und schlecht machen oder wollt ihr eigentlich doch viel eher darüber berichten, wie cool doch irgendwie alles läuft? Und ich bin ja jetzt auch häufig unterwegs zwischen Berlin und Rostock. Ihr habt es mitbekommen, meine Tochter ist nach Rostock gezogen, da ist man dann viel auf dem Hin- und Herfahren. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht unbedingt, was andere als Langstrecke bezeichnen. Das ist halt einfach eine Strecke, die man auch nicht jeden Tag fährt. Und wie super das inzwischen funktioniert und wie viele Lademöglichkeiten man hat. Und ja, ich weiß, dass es in vielen Bereichen noch nicht so wahnsinnig gut ausgebaut ist und noch nicht so viel Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht. Und ja, mein Freund, der Josef, den habt ihr alle auch schon kennengelernt in verschiedenen Videos, der war jetzt unterwegs nach Hessen mit dem Seat Mii und hat mich dann vor 2 Tagen abends angerufen, ja, er steht hier an einer Ladestation und die funktioniert nicht und ob ich ihm nicht irgendwie helfen kann und die nächste ging dann auch nicht und erst die übernächste ging. Und eigentlich könnte man dann sagen, boah, ey, eigentlich hätte der jetzt allen Grund zu sagen, hör mir auf mit dem Elektroauto, ich steig wieder auf den Benziner oder auf den Diesel um, ich habe einfach keinen Bock mehr. Weil irgendwelche Ladesäulenbetreiber es nicht auf die Reihe kriegen, Ladesäulen in ihr System aufzunehmen, entsprechend zu warten, den Service zu machen, so dass das Ding funktioniert. Nein, was hat er mir erzählt? Es hat ihm total Spaß gemacht, es war großartig, es war super, dass man das nicht vielleicht jeden Tag machen möchte und dass es auch Situationen gibt, wo man echt so genervt ist davon, dass man hinterher vielleicht wirklich das Elektroauto auf den Müll schmeißt, kann ich total verstehen. Aber im Großteil funktioniert es doch heute ganz, ganz hervorragend und auch jetzt schon und auch noch bevor hier irgendwie 1000 Ladehubs vom Deutschlandnetz kommen oder sonst irgendwas. An jeder Ecke gibt es inzwischen Ladestationen, es gibt Schnellladestationen und so weiter und so fort. Es gibt doch eigentlich gar nicht einen Grund, sich irgendwie so wahnsinnig darüber aufzuregen oder darüber zu diskutieren, wie gut oder wie schlecht das irgendwie ist. Wir sind einen riesen Schritt vorangekommen. Gucken wir mal auf das Thema Modellauswahl. Auch hier muss man doch sagen, hat sich in den letzten Jahren so unfassbar viel getan. Da hätten wir doch vor vielen Jahren noch gar nicht dran drüber geglaubt. Ja, es ist richtig, dass es von dem einen oder anderen Hersteller noch nicht so viele Modelle gibt. Es ist richtig, dass es die ein oder andere Fahrzeugtype noch nicht gibt. Ich meine, viele schreien nach einem elektrischen Kombi. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss man sich angucken, wo auf der Welt werden überhaupt noch Kombis verkauft. Wie groß ist der Marktanteil von Kombis? Und wenn mir ein Hersteller sagt, ich denke ja nicht im Traum dran, einen elektrischen Kombi zu entwickeln, wenn mir die Leute die SUVs oder die Crossovers aus den Händen reißen, dann kann ich das nachvollziehen. Dann ist das da irgendwie klar, dass das ist. Was ich allerdings definitiv nachvollziehen kann, ist, dass elektrische Kleinwagen fehlen. Ja, sowas wie der Skoda zum Beispiel, den wir fahren, den Skoda Citygo oder den VW e-Up, sowas in der Richtung. Das ist richtig. Da ist wirklich echt noch ein Gap.
Aber dieser Gap ist wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend damit zu erklären, dass es eben noch ein Problem gibt mit der Versorgung an günstigen Batteriezellen. Und da muss ich sicherlich noch was tun, wobei der Gebrauchtwagenmarkt, der wächst auch massiv. Und von daher kann man auch da sich mal umgucken, ob man nicht da was findet, was dann vielleicht nicht so klein ist, aber wenigstens nicht so teuer ist. Ne? Also da sollte man einfach auch mal gucken. Also Modellauswahl ist auch schon wesentlich größer geworden. Und wenn man dann auch noch die Plug-in-Hybriden mit einbezieht, da wollen wir jetzt nicht die Diskussion um Plug-in-Hybride aufmachen, dann hat man aber wirklich echt ein breites Angebot an Fahrzeugen und da sind dann auch mal ein paar Kombis dabei. Kann man ja auch für den Übergang mal ein bisschen machen. Also das tut ja irgendwie auch nicht jetzt. Also das geht zumindest. Ist vielleicht nicht so die richtig die erste Wahl, aber funktioniert irgendwie. So, warum guckt ihr mich jetzt an, weil ich hier ein Video drehe? Weiß ich nicht. Ladepreise ist ja auch so ein Aufregerthema. Ja, so, also habe ich auch letztens erst wieder irgendwie so eine Nachricht bekommen. Warum soll ich elektrisch fahren? Ich fahre mit meinem Diesel, keine Ahnung, bei 140 mit 6, 7, 8 Liter und elektrisch fahren, das wäre viel zu teuer und so weiter und so fort. Dann sage ich, wenn ich bei Ionity lade für 79 Cent, kann sich das kein Mensch leisten. Frage ich mich natürlich auch, lädst du jedes Mal bei 79 Cent, für 79 Cent bei Ionity? Da gibt es auch noch andere Tarife inzwischen. Es gibt Flatrates, es gibt Ausweichmöglichkeiten und musst du wirklich immer dafür zahlen und so weiter und so fort. Also ich meine, beim Thema Ladepreise, die sind sicherlich diskussionswürdig, aber wenn ich mir auf der anderen Seite angucke, stellen wir uns vor, ich würde wieder auf den Verbrenner zurückwechseln. Ich zahle ja inzwischen schon 1,70 im Durchschnitt für einen Liter Benzin, E10 hier bei uns in der Kamera geht wieder, ja. 1,70 zahle ich dafür, da fange ich doch nicht an, darüber zu diskutieren, dass ein Benziner irgendwie günstiger wäre, ja. Also ganz im Ernst, also das Thema ist durch. Und also das Thema Ladepreise mag ja für den einen oder die anderen noch ein Problem sein, aber ehrlich gesagt, wenn es euch nicht passt, ganz ehrlich, wenn es euch zu teuer ist, dann geht doch wieder auf den Verbrenner zurück. Dann macht es doch und dann berichtet uns mal, wie da so einfach die Preise sind. Weil ich glaube, da werden dann so manche eine ganz, ganz krasse Überraschung erleben. Und wir wissen ja auch alle, wo die Benzinpreise in den nächsten Jahren hingehen. Denn die Preise gehen definitiv nach oben. Und beim Strompreis haben wir zumindest die große Hoffnung, dass die nächste Bundesregierung endlich mal anfängt, all die Dinge, die den Strompreis belasten und die mit dem eigentlichen Strompreis überhaupt nichts zu tun haben, endlich mal dort rauszunehmen und dass da dann auch wirklich so eine Bremse gelöst wird. Also auch das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Grund, immer so eine Katastrophenvideos zu machen oder Katastrophenberichte zu bringen, sondern einfach mal zu überlegen, wie man kreativ und optimal damit umgehen kann. Dass ich nämlich zum Beispiel an etlichen Stellen heute immer noch und auch wahrscheinlich längere Zeit noch kostenlos laden kann, wird ja auch gerne mal unterschlagen. Und dass auch viele sehr gerne in Anspruch nehmen, kann ich ja auch jederzeit zum Beispiel hier bei uns um die Ecke am Lidl beobachten. Da gibt's ja kaum noch eine Minute, wo die Ladestation nicht genutzt wird. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch prima so und das macht ja auch Spaß. Also, was ich jetzt hier nochmal, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gucke mir wirklich echt kein einziges Video mehr an, wo irgendwelche Horrornachrichten zitiert werden oder aufgebaut werden. Irgendwelche Szenarien, die einfach mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Manchmal steckt dann vielleicht doch ein bisschen Clickbait dahinter. Und von daher möchte ich einfach euch mal ins Wochenende schicken an diesem Freitag. Freut euch über das Thema E-Mobilität, habt Spaß daran, regt euch nicht über jede Kleinigkeit auf, guckt nach vorne, erzählt es weiter. Und lasst euch die Stimmung nicht vermiesen, wenn es hier oder da mal klemmt. Das gehört, glaube ich, dazu. Wir sind, das müssen wir uns alle nochmal klar machen, in einer unfassbaren Umbruch. Umbruchdekade. Es wird bestimmt noch 10 Jahre dauern, bis das alles einwandfrei funktioniert, auch europaweit einwandfrei funktioniert. Den Zeithorizont, den muss man einfach im Blick haben. Und wie gesagt, guckt zurück 10 Jahre. Da würde hier keine einzige Ladestation stehen. Da würden hier nicht überall an jedem 10. Haus eine Wallbox hängen. Und da wären viel, viel weniger E-Autos auf den Straßen, als es heute der Fall ist. Ein Grund, wirklich stolz und glücklich zu sein und weiterzumachen. Und damit entlasse ich euch dann sozusagen ins Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn ihr
unter diesem Video mit mir gemeinsam darüber wieder kommentiert und diskutiert. Was haltet ihr davon, von meiner These, jetzt endlich mal ein bisschen positiv zu sein, wirklich positiv in die Zukunft zu gehen, sich zu freuen, sich auch zu freuen. Das habe ich ganz vergessen. Ich wollte noch über Förderprogramme und Wallboxen sprechen. Ach, ihr wisst alles. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ja, ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden unfassbar spannend, wahrscheinlich noch viel spannender als jetzt. Und regt euch nicht auf, wenn da wieder mal irgendwas über Wasserstoff kommt oder über irgendwelche Sachen. Der Drops ist gelutscht. Das, ne? Nehmt das mit ins Wochenende. Viel Spaß beim elektrischen Fahren. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss von der Hunderunde und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.